Fleißig gearbeitet wurde rund um die Dächer des Recyclinghofs. Denn hier entstand die größte Photovoltaikanlage Kufsteins. Das ist unsere Photovoltaikanlage am Recyclinghof und Großteilelager. Die Photovoltaikanlage hat insgesamt eine Leistung von 300 Kilowatt Peak. Die erzeugt dann die Energie für 75 Haushalte, die wir dann in Kufstein mit Solarenergie versorgen können. Auch für die Stadt Kufstein und den Bürgermeister Martin Krummschnabel spielt Photovoltaik hinsichtlich der Energiewende eine bedeutende Rolle. Photovoltaik ist genau die Technologie, auf die wir jetzt aus meiner Sicht setzen sollen. Wir gehen mit gutem Beispiel voran, der Stadt Kufstein und auch die Stadtwerke Kufstein, ein städtischer Betrieb. Wichtig wird sein, dass wir alle Firmen, alle Privaten, die irgendwie Dachflächen zur Verfügung stellen können, dazu bewegen können, auch Energie zu erzeugen auf ihren Dächern. Dann haben wir eine gute Chance, unsere Klimaziele zu erreichen und das auf eine ganz, ganz ökologische Art und Weise. Der Umweltreferent Timo Fiesel betont, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Stadt Kufstein ist. Wir stehen hier auf dem Dach vom Recyclinghof und wenn man sich das hier anschaut, wunderbar, wir haben hier 300 kW Peak Solarzellen auf diesem Dach. Das heißt, wir produzieren hier in Kufstein unseren eigenen Strom. Und es braucht hier in Kufstein jedes Dach, um unabhängig von fossilen Energieträgern zu werden und auf der anderen Seite auch in der Festungsstadt den Klimaschutz voranzutreiben. Und dazu wird es auch euer Dach und ihr Dach brauchen und wir werden hier massiv investieren müssen in den kommenden Monaten. Die Stadtwerke Kufstein bieten sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen umfassende Beratung und eine eigene Förderung, um den Bereich erneuerbare Energien voranzutreiben. Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.stadtwerke.at.